Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal werden wir uns natürlich weiter mit diesen schönen Listenoperatoren beschäftigen, von denen ich euch noch nicht alle gezeigt habe, und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch das letzte Video zu dem Thema werden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Gut, das nächste, was wir mit einer Liste gerne machen würden, wäre wahrscheinlich filtern. Und darum wird es als erstes mal gehen. Und zwar sagen wir mal, wir hätten hier ganz gerne nur die, keine Ahnung, nur die geraden Zahlen von dieser Liste. Da kann man natürlich Map benutzen und if bla bla bla, dann hängen an Liste an und so weiter, aber das ist voll umständlich. Und deswegen gibt es eine andere schöne Funktion, die nennt sich Filter. Und das ist die Funktion, einfach Filter eingeben. Listen müssen wir das Ganze trotzdem noch, sonst können wir es hier nachher nicht ausgeben. Ihr könnt es natürlich gleich machen wie bei Map. Ich habe es gestern erklärt, warum man hier dieses List braucht. Beziehungsweise nicht gestern, ich habe es im letzten Video erklärt, so rum. Das heißt, ja, hier einfach mal gucken. Was jetzt wichtig ist bei dieser Funktion Filter, die braucht eine Funktion innen drin, also dieses F, was wir hier oben durch das Lambda beschrieben haben, wo man ein Bool zurückbekommt, also irgendeinen Wahrheitswert. Das heißt, ob das Element drin bleibt oder eben nicht. Und dazu werde ich jetzt hier einfach mal sagen, okay, Lambda x, und wenn x modulo 2 gleich 0 ist, so, dann ja, kommt hier true zurück. Also wird bei dieser Funktion f, wenn wir ein x als Parameter eingeben, wird true zurückgegeben, wenn das Teil durch 2 teilbar ist. Und ansonsten wird false zurückgegeben, was bedeutet, das Element wird rausgeschmissen. So, und jetzt können wir uns mal angucken, was hier mit der Liste passiert, indem wir es uns einfach mal ausgeben lassen. So. Oh ja, mit einer 1 kommen wir nicht weit. Genau, und jetzt haben wir hier nur noch die geraden Elemente drin, 4, 2 und 6. Das Plus soll ja auch nicht sein. Das sind meine Wurstfinger. 4, 2 und 6 sind die geraden Elemente und 5 und 3 haben wir rausgeschmissen. Das ist jetzt egal, ob ich hier vorne dran noch eine 1 und eine 3 und eine 5 schreibe. Es wird immer alles rausgeschmissen, was ungerade ist. Und hier hinten dran kann ich noch eine 42 schreiben und die wird danach noch drin sein. Das heißt, wie wir hier sehen, 1, 3, 5 vorne dran hat gar nichts verändert, die 42 hinten dran ist auch noch da. Also es hat schon funktioniert. Und ja, so kann man super eine Liste filtern. Achtet halt einfach immer darauf, dass ihr hier einen Wahrheitswert zurückgibt. Wie ich es letztes Mal auch gesagt habe, können wir das Ganze einfach auch mit einer Def-Funktion schreiben, aber Lambda, weil ich euch Lambda das letzte Mal erklärt habe und wir direkt dabei bleiben können. Gut. Ihr könnt auch dieses Lambda hier, ups, inklusive dem, direkt hier statt dem F eintragen, so, dann brauchen wir gar nichts mehr hiervon, sondern direkt einfach dieses Lambda hier rein und ihr habt das quasi alles in einer Zeile, weil ihr die Liste da auch noch reinschreiben könntet. So, funktioniert genauso. Sehr schön. Ja, ansonsten würde ich das mal hierbei belassen. Wenn ihr noch mehr zu solchen List-Comprehensions und so weiter machen wollt, dann schaut euch am besten meine Haskell-Videos an, das ist quasi genau dasselbe. Nur eine leicht andere Syntax, aber es funktioniert ziemlich ähnlich. Und ja, daran merken wir auch, dass Python eigentlich auch so einen objektorientierten Teil hatte und jetzt sogar so einen funktionalen Teil. Das heißt, das kann eigentlich quasi alles. Ja, es sieht halt manchmal nicht so schön aus, wie wir hier schon am Quellcode gesehen haben, aber ich finde Python irgendwie immer cooler. Ja, also wenn ihr Bock habt, schaut euch meine Haskell-Videos an. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.